Zack. Zack. Ja, da habe ich mich mal wieder vollen Fokus. Ups. Als wir aus dem Lager geflohen sind, waren wir noch ein Dutzend mehr. Bitte, kehre zurück und rette die anderen. Hoppala. Vielen Dank, Fremder. Oh, die geben da immer noch Party. Dann machen wir weiter. Tschüss. Mal kurz in der Geisterwelt hier oben. Schön Schmiedeturm. Ah, da bam. Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Da ist noch ein Artefakt, was ich vergessen habe. Artefakt? Hier ich nur die Böden. Du musst mir helfen. Mein Bruder verfluchte den dunklen Herrscher. Der Sklaventreiber ist völlig durchgedreht. Hm? Moment mal. 49 Fuß nach oben. Endlich bin ich frei. Ups, 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 ups. Aufsammeln bitte. Dankeschön. Gondorische Münze. Nimm es, die Währung des Landes. Klar, aber es ist die Währung Gondors. Wenn du es nicht willst. So war das nicht gemeint. Aber wie wäre es mit etwas weniger davon und etwas mehr von den Elbenkleidern, die ihr von Eregion mitgebracht habt? Das lässt sich sicher einrichten. Reichtum wird Gondor nicht schützen. Diese Uruks interessieren sich nicht für Habseligkeiten. Sauron wird sich mit seinem Gold Verbündete in den Königreichen der Menschen erkaufen. Warte! Ich rieche etwas. Frag mich, was diesen Narren getötet hat. Jawohl. Dankeschön. Habt ihr das gehört? Komm, put, put, put. Komm schon. Weg dich. Information. Sonst noch irgendwas jetzt so direkt? Nö. Der Fanatische immer wieder. Kann das Schleichtosenkörper getötet werden? Freigeben. Kämpfe für mich! Und zack. Und zack. Zack. Oh, da unten zeigt nochmal was.
Aber kein Gegner. Sondern einfach nur Info. Nehme ich. Das Blut an meinen Händen vom letzten Kampf hat sich schon ganz abgerieben. Ich brauche gerade alle Info, die ich kriegen kann. Gunther der Untötbare. Hatte ich Gunther nicht schon mal? Schleichtodesangriffe. Gerät in Panik, wenn verbündete Uruks gegeneinander kämpfen. Ah, das ist ja mal geil. Ich brauche schnellstens eine gute Keilerei. So. Oh. Hast du das gehört? Fleischbrandmarkung. Ist mir egal, was es war. Ich ignoriere mich sozusagen einfach. Ich bin für die unsichtbar, für die Gegner. Die gebrandmarkt sind. Habe ich da gerade etwas gehört? Die Speerträger von Brandmarken, weil die gehen mir am meisten auf den Sack. Nein, nicht den. Upp, den wollte ich auch nicht. Hab ich schon gerade gekillt. Mein Verbündeten. Boah, tut mir leid. Lass mich doch vorbei. Das brauche ich noch. Blaue Milch. Ist das hier oben oder ist das unter mir? Tipp mal auf unter mir. Ja, unter mir. Ah, brauche ich auch noch jede Menge davon. Blaue brauche ich gar nicht. Elfenbeinschnitzerei aus einem Mumak-Stoßzahn. Ah. Hier, sie ist fertig. Ein echtes Meisterwerk. Welch herrliche Schnitzerei. Auf die Vorderseite habe ich geschnitzt, wie wir diesen Mumak erleben. Und auf die Rückseite unsere nächste Beute, den mächtigen Grauk. Ein Biest wie dieses macht einen Jäger zur Legende. Zeig mir die Schnitzerei. Ist sie nicht großartig? Diese Details. Sieh, wie ich zum Schlag gegen das mächtige Biest aushole. Überall Blut. Und warum hast du mich geschnitzt, wie ich voller Panik vor dem Mumak davonrenne? Künstlerische Freiheit, Bruder Torwin. Wenn du der Held sein willst, schlage ich vor, dass du das nächste Mal die Schnitzerei übernimmst. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt in der Aufnahme, aber ich kann es hier sehr gut erkennen. Das ist super. Dieser Torwin scheint seine Grenzen nicht zu kennen. Er gehört nicht zu denen, die auf ihr Schicksal warten. Er läuft ihm entgegen. Irgendetwas an ihm lässt selbst den tapfersten Vergrauen aus dem Kampf fliegen. Brennst du hin? Oh, Viech. Dann muss ich halt übernehmen, wenn du mich jetzt angreifst.
jedenfalls mehr, als wenn sie nur öde mit dem Schwert abgestochen wären. Mhm. Wo ist denn die Markierung? Ich liebe es, wenn Dinge mit bestialischen Schmerzen sterben. Außer wenn es Uruk sind. Ich verfluche den Grabwandler dafür, dass er so viele von uns tötet. Hä? 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 Ich gerade zu doof? Die Häuptlinge sorgen besser für genügend Wachen. Der Grabwandler will sie um jeden Preis tot sehen. 30 Fuß unter mir. Bin ich auf der Seite geguckt oder sowas? Oh Gott. Nee, jetzt wird unten, zu weit oben gesucht. Dup, 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 dup. Toller Charme. Wenn es Karagors aufschlitzen kann, werde ich wahnsinnig. Lasst mich endlich kämpfen! Nee, nicht die Geisterwelt, sondern hier will ich mal gucken. Hopp. Wenn ich die Wahl hätte, ob ich ein Schütze oder Jäger sein sollte, würde ich Jäger werden. Kein Fall. Schon ziemlich geil, wie schnell der schleichen kann, sozusagen. Er lockte seine Angreifer in eine Sprengfalle, die Welle der Zerstörung konnte noch von den Hängen des Orodruins ausgesehen werden. Das explodierende Fässer. Flüssig lässt sich nicht treffen. Oh. Das sind aber ein paar einzelne Gegner hier. Au, das habe ich noch mal nie geschafft. Nicht treffen zu lassen. Oh, au, Elbengeschütze. Eigentlich gibt es auch irgendwie sowas wie eine Neuversuchung. Ja. Ich will den blöden. Ja, leider ohne Zusatz. Mist. Shit. Brandmarken. Schütze meinen Namen. Wo ist denn jetzt der Grüne hin? Da war eigentlich einen hier, der mir Infos geben konnte. So, jetzt muss ich aber doch mal meine Lebensenergie auffrischen.
Das ist oben, okay. Wie viele Grauks muss ich töten, um befördert zu werden? Zwei mit einem Schlag? So. Zack. Hoschkriech, der Mörder. Oh, der hat doch schon mal. Ah, da ist einer mit grün. Halte den Sklaven auf! Frei! So, zu wem gibst du mir jetzt Infos? Hoschkriech, der Mörder? Wo ist er denn? Hä? Oh! Der ist mal direkt schon relativ weit oben. Gerät in Panik in der Nähe von unbekannter Open. Kann durch Schleichangriffe verwundet werden. Kann durch Kampftusche verwundet werden, aber immun gegen nur tödlich richtet weit mehr Schaden an. Okay, Sturmangriff einer geraden Linie. Waffe verursacht tiefe Wunden, die an Zeit lang bluten. Bodenstoff vertritt hart auf den Boden und versucht Schaden in einem bestimmten Umkreis. Keine Chance, Opfer halten, keine letzte Chance. Aha. Oh. Wer bist du denn? Shaka Gewitterwolke. Furcht vor seinem Rivalen? Ach lol. Er muss jetzt nochmal kriegen. Hast du mal sie wohl eingebildet haben? Wir haben einen Toten. Stopp einfach so. Und tot. Hihi. Nein, ich hab A gedrückt. Ah, ich hab X gedrückt, nicht A, meine ich. Ah. Und jetzt nochmal versuchen. So, B. Ha, sehr gut. Und was hat der für Probleme? Achso, das kenne ich nicht. Das Problem, den Probleme kenne ich nicht. Es ragt leichter und fällt gerade die Spinne. Gerade die Spinne. Ein dritten Bestien, sehr gut. Aber dann hat er jetzt wieder so einen Auftrag. Kann durch Kampfzüge sofort getötet werden. Der hat Macht 6 und der andere hat Macht 10. Also soll ich schon den töten? Dritten Bestien muss ich irgendwie da kriegen, wenn ich in den Auftrag gehe. Schade, dass ich meine Weste nicht mitnehmen kann in solche Aufträge, das verstehe ich aber nicht ganz. Das ist sozusagen ein komplettes Reset auf alles Mögliche ist. Ja. So, fällt gerade die Spinne, sollte ich möglichst töten. Mich dann innerhalb der leichter zu töten ist im höheren Rang. Ich hasse dich, ich hasse dich so sehr! Stirb! Genug der Zeremonie! Komm her und stirb! Freund! Fellgrad! Berittene Bestie, berittene Bestie, berittene Bestie. Ist gerade nicht drin. Fellgrad. Kann aber durch Nahkampf getötet werden. Ist der irgendwie immun gegen Fernkampf, ja. Nein! Oh Gott.
Ja, da fällt gerade die Spinne, da ist alleine gestorben. Da müsste ich mich gar nicht einmischen, siehst du? Du musst dabei sein. Duell gelöst. Der Macht 6 hat Macht 10 getötet. Vergleichen, also wurde befördert. Kampfbericht ansehen. Gut, so ein Nahkampf-Prolotyp gegen den Fernkämpfer. Im einfachen Duell. Ist das auch irgendwie logisch. So. Kann so gut anfängt für schlecht Todesstöße, kann sofort getötet werden. Das sind eigentlich zu viele Gegner. Schleichbrandmarkung. Du dienst dem leuchtenden Herrn. Oh, jetzt habe ich die alle für mich. Das ist natürlich geil. Würde Nahkampfschaden mit der Chance. Okay. Mit der Trasse ist immer was ganz Cooles. Das ist ja geil. Hätte ich jetzt den Deception einen Typen da. Cool. Finde ich gut. Mich schlecht aussehen, aber die ich hier sogar angezeigt? Ja. Trage Leichenfresser ist jetzt mein Diener sozusagen. Tarz, das Messer. Festung. Ich kann dir da schon keine Schwachstellen. Kennen wir jetzt zwar den. Was stimmt nicht mit ihm? Zack. So, jetzt kann ich nur sagen, beim Aufstieg auch helfen und so weiter. Ha, das ist natürlich geil. So. Hab genug von diesen Narren, die hinter meinem Rücken Schrak über mich erzählen. Sagt mir es ins Gesicht, oder ihr. So, ich bin hier. Ich brauche mal hier noch mehr Infos. Ja, damit sind die Infos gerade verschlöten gegangen. Die Doppel-Infostelle. Ziehen die echt um, machen die Leute tot. Das ist geil. In unserem nächsten Kampf solltest du zusehen und zählen, wie viele Feinde ich niederhasse. So, mit 2 könntest du es aber aufnehmen. Oder auch nie. So, mit 1 solltest du es aufnehmen können. Bam. Das macht 7, bis mir das erzählen, bestimmt an normalen Fußsoldaten. Ehrlich? Nee, lass mal, Leute. Wenn ihr es nicht macht, mach ich es halt. Ich hab dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Grauks zu reiten. Wenn der Grabwandler sie reiten kann, dann können wir es auch. Ich reite doch keine Grauks. Ich reite doch keinen Grauk. Frollumsring.
Dem Unglücklichen mal dienen Frolle und seine Frau sind wohl unsterbliche Liebe geschenkt. Er wurde nach Frollems Gefangenen durch die Schergen des dunklen Herrschens gewaltsam mit seinem Zeigefinger auf Frolle Hand abgerissen und sauren quälte Frolle mit diesem Ring, der seine Kameraden verriet. Wer ist das jetzt? Irgendein lausiger Bandit, heißt wohl Forlun oder Gorfab oder sowas. Er schrie nach seiner Frau. Die Jungs haben sich ein wenig um ihn gekümmert. Mehr als ein wenig. Ist er tot? Nee, die Jungs wussten doch, dass du sicher mit ihm reden wolltest und haben ihn verschont. Dieses Stück Dreck weiß vielleicht, wo sich seine Diebeskumpels verstecken. Durchsucht ihn. Nehmt den Ring und gebt ihn dem Herrn. Ihm gefällt solches Zeug. Und wenn er aufwacht... Gibt es nichts, was diese Uruks nicht schenken würden? In ihren Augen ist Schönheit nur dazu da, um vernichtet zu werden. Du Schwächling! So, Telefon ist immer super. Oh, der ist ja gestorben. Der hat sich aber auch durch alles Mögliche durchgeschnitzelt. Meine Fresse. Jetzt dürfen wir mal entspannen können. Und dich will ich greifen und Infos haben. Jüngelchen. Beherrschen. Informationen sammeln. Ja, nehmen wir es mal hier hin, hier oben. Felsenbrecher, neue Informationen verfügbar. Elite-Häuptling. Gerät in Panik, wenn er von einem Schwamm Mogulai-Fliegen attackiert wird. Erleidet Schaden durch Explosionen. Erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Immun gegen Schleichen, immun gegen Fernkampf, Monster schlechter. Tödlich, Kampfgeschäft, Sprungblockade, Schnüffler. Holen die anderen hin? So, müssen wir gucken, wo überhaupt mein Typ hingerannt ist. Meine Güte. Der ist hier mitten im Nirgendwo. Achso, einen kritischen Treffer für Munition zu halten. E-Zonic. Zugucken, was er so kann. Folge meinem Willen. Und zack. Da ist der Waldläufer.